Was geht ab? Haben wir wieder am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Kavi, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Wir werden erstmal in unserem Mercedes einsteigen. Erstmal schön auf dem Weg zur Werkstatt, Leute. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr solcher Folgen, dann lasst gerne ein Like, Double Channel, Glocke aktivieren. Weil heute habe ich wohl den dicksten Auftrag meines Lebens bisher bekommen. Ja, mich hat wohl in so ein superreicher Scheiß irgendwie von Aktien, Krypto, Immobilien so steinreich geworden ist. Der ist irgendwie Platz 1 der reichsten Männer in ganz Los Santos. Soll sogar reicher als Tron sein, Leute. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ist alles noch legal, was er wohl verdient hat. Aber ich bin voll gespannt. Deswegen, er hatte mich angerufen gehabt gestern, als ich abends am Bett am Chillen war. Leute, ihr wisst, Netflix am Gucken. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, ab und zu frage ich nach Netflix-Serien. Also folgt mir gerne auf Instagram, hilft mir ab und zu mal. Unten in der Videobeschreibung. Aber auf jeden Fall hat er mich dann angeschrieben und meinte, hey Digga, das und das, ich will die und die Autos, ich bin superreich, ich will dich bezahlen, ich habe seinen Insta ausgecheckt. Leute, der hat Kohle. Der hat Kohle. Und deswegen, Leute, ja, weil das nochmal vielleicht helfen kann, habe ich wirklich mein letztes Geld ausgegeben, um zwei wirklich super, super teure Autos ranzukriegen, die dann zu tunen. Und sobald ich die getunt habe und fertig habe, will ich die dem... Oh mein Gott, aua, oh, Entschuldigung. Oh mein Gott. Will ich die fertig tun, will die verkaufen, Leute, mit einem dicken Plus, ja. Das könnte wirklich ein Life-Changing, also mein Leben verändern, dieses Geld, dass ich wirklich, theoretisch brauche ich nie wieder zu arbeiten, aber keine Sorge, ihr wisst, Leute, ich mache immer weiter. Hauptsache Hustle, Hustle, Hustle. Mir macht das Ganze hier Spaß, deswegen ab zur Werkstatt. Okay, wir sind angekommen bei der Werkstatt, Leute. So, kurz hier ausweichen, ausweichen, ausweichen. So, Tor auf. Oh, Leute, ich weiß, ich finde das so geil hier. So, wir parken das Auto mal heute hier hin. So. Perfekt. Oh, ich finde, der sieht schön aus. Der sieht schön aus. By the way, Leute, falls ihr das noch nicht gesehen habt, jetzt ist der Lambo von Max bei mir, weil ich mit Stani ein Tauschgeschäft gemacht habe. Ja, das ist, glaube ich, ein Video von den Stani, wo der sein Auto auspräsentiert hat, ein neues Auto aus. Und ich habe meinen schwarzen Mercedes dafür abgegeben. Der hat mir den Lambo gegeben. Warum nicht, Leute? Warum nicht? So, als allererstes müssen wir den LKW natürlich jetzt hier kurz andocken, weil unsere Lieferung ist im Flughafen. Dort müssen wir ihn abholen gehen. Deswegen packen wir dann mal ganz kurz. So, ne? So kurz hier links. Oh. Oh, oh, upsala. Komm, Amir, du bist ein guter LKW-Fahrer. Du bist ein guter LKW-Fahrer, Amir. Oh mein Gott, Leute, das wird... Ey, ich muss da echt was machen, ne? Das wird hier alles ein bisschen zu eng. Das wird hier alles ein bisschen zu eng, Leute. Wir müssen hier kurz drehen. Ganz kurz. So, wir haben uns hier kurz gedreht, Leute. Das war gerade echt so viel Arbeit. Ich habe bestimmt 2 Minuten lang versucht, mich die ganze Zeit hier zu drehen. So, wir müssen aber erstmal natürlich jetzt Richtung Flughafen fahren. So, wie fahre ich am besten da lang, Leute? Wisst ihr was? Ich markiere das Ganze einfach mal. So, wir müssen hier lang fahren, ne? Genau. Hier müssen wir kommen, deswegen fahren wir erstmal schön geradeaus. So, Leute, was sagt ihr eigentlich zu meinem LKW, hä? Gefällt euch? Sehr gut. Leute, auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, was ihr gleich zu den 2 Autos sagt, die ich bestellt habe. Leute, die habe ich im Internet bestellt, ja. Kurz klick-klack gekauft. Und jetzt bin ich mal gespannt, gefallen die euch oder gefallen die euch nicht? Deswegen, lasst mal gerne eine Bewertung in den Kommentaren und schreibt mal in die Kommentare rein. Werdet ihr gleich sehen, welche aus für euch und ich sage welche. Und dann gebt ihr eine Punktzahl von 1 bis 10, ja? 1 das Schlechteste, 10 ist das Beste. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich werde meine Meinung dann auch gleich abgeben, ja? Ich gebe euch gleich noch ein bisschen Zeit, dass ihr ein bisschen überlegen könnt. Oder pausiert kurz das Video. Dann schreibt den Kommentar und dann guckt ihr weiter. So, okay, wir sind jetzt fast angekommen. Ey, ich bin wirklich gespannt, Leute. Ich habe so viel Geld dafür ausgegeben. So viel Geld. Ich bin einfach nicht mehr liquide. Ich habe keinen Cent mehr auf dem Konto. Mama, ja, auf Platz. Ja, Kami muss hier Geld verdienen. Ey, diese Schmalspur-Autofahrer. So, jetzt hier mal ganz kurz. Hoppala. Oh, Leute, irgendwie im LKW fahren heute. Ey, heute bin ich echt ein bisschen neben der Spur, muss man sagen. So, wir fahren jetzt kurz hier durch. Oh, Leute, ich will es euch noch gar nicht. Oh, ich zeig's euch noch nicht. Ich zeig's euch noch nicht. Wir fahren kurz hier dran vorbei. So. Kurz hier Pause. Jetzt haben wir natürlich unsere Rampe erstmal raus. Und dann wird schon gleich losgetunt. Leute, guckt euch mal dieses Ding hier an, Leute. Einfach so ein richtig Oldtime-Ferrari. Oh, da tut schon mal den Sound an. Der Junge, der ist so alt. Du kannst mich jetzt richtig durchdrehen, Leute. Der fährt immer ein Stück nach vorne. So, kurz hier festmachen. Alles angeschnallt. So. Oh, Leute, und dann ein ganz teurer Ferrari. Leute, guck mal, der ist ein schönes Auto. Oh, schönen Cabrio. Ich hoffe, der Typ wird dem wird das gefallen, Alter. Ich hoffe, das wird ihm gefallen. So, den kannst du auch kurz hier anschnallen. Die werden wir natürlich noch ein bisschen auftüren, Leute. Ja, ein bisschen Pep reinbringen. Die Farbe muss gehen werden. Weil, guck mal, von dem Oldtimer, das sieht... Die Farben sehen nicht gut aus, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Oldtimer, 1 bis 10. Und dann den neueren Ferrari, 1 bis 10. Ich muss ehrlich sagen, Leute, der Oldtimer hat seinen Charme. Aber ich glaube, würde ich eine Chance nur haben, ich glaube, ich würde den neuen Ferrari geben. Deswegen, den Oldtimer gebe ich eine 8 von 10. Den neuen Ferrari gebe ich eine 10 von 10, Leute. Cabrio, wenn man ehrlich will, damit durch die Stadt fahre, dann seid ihr einfach King. Ihr seid einfach King, Leute. Vielleicht fahre ich irgendwann mal ein. Wer weiß, wo mich die ganze Reise eben bringt, Leute. Aber jetzt erstmal zurück zur Werkstatt. Okay, Leute, wir sind jetzt fast angekommen. Boah, ich bin wirklich hyped. Ich bin wirklich hyped, Alter. So, wir müssen natürlich ein bisschen Anlauf nehmen. So.
Aufmachen, aufmachen. So, perfekto. So, parken kurz hier. Dann müssen die Autos rausgeholt werden. So, so, so. Einmal ganz kurz hier auf. Zack. Schön anmachen. So, das erste. Wisst ihr was? Ich tune direkt durch. So, mal gucken, was wir alles machen können, ja? Als alles würde ich sagen, die Panzerung muss volle Pulle sein, Leute, weil der Typ ist bestimmt, wenn ihn jemand entführen will. Die Suspension finde ich nicht so geil. Was macht das Auto tiefer? Ich finde, dann nimmt das ein bisschen runter von der Straßenhaftung, wie das zu fahren ist. So, Overtuning natürlich volle Pulle, Bremse volle Pulle, Leute. Motor machen wir den besten rein, ne? So, jetzt können wir entscheiden, mit Dach oder nur Dach. Leute, ich sag euch ehrlich, wir machen Cabrio. Wir machen mal wirklich Cabrio, ja? Die Reifen machen wir bulletproof, ja, dass man die nicht abschießen kann. Die Originalfelgen lassen wir natürlich drauf, Leute, ja. Turbo gehört immer dazu, ne? Wir wollen ein ganz schnelles Auto machen. Ich finde das mit dem gelben Weißen finde ich geil. So, mit dem weiß-schwarzen da, weiß-schwarzen sag ich schon, mit dem gelb-schwarzen Tönung machen wir volle Pulle, ja. So, jetzt müssen wir uns aber erstmal entscheiden, was für eine Farbe wollen wir machen, Leute, ja. Deswegen, ich knall die Farbe volle Pulle und wir gucken das uns mal langsam hier an. Rot sieht mächtig aus, ne? Das sieht halt wirklich nach links aus. Pink, nein, Leute, das ist ein Mann. Der wird, glaube ich, Pink nicht so krass feiern. Oh, Türkis sieht auch krank aus. Boah, grün sieht aber auch monströs aus, ne. Aber dann schon so dieses, hier so dieses Grün. Also ich glaube, das ist ein klassischer Typ. Ich glaube, wir müssen den rot machen. Leute. Schön im Perleffekt. Matt gefällt mir nicht so. Immer im Perleffekt, Leute. So, Secondary-Farbe. Machen wir auch direkt rot, Leute. Ich finde, so gehört sich der Ferrari auch. Sag ich euch ehrlich, ja, Leute, so gehört sich der Ferrari. Natürlich machen wir auch Neonlichter an, ne? Wir müssen natürlich alles schön in rot machen, Leute. Muss voll getuned werden, ne? Der Smoke muss rot. Fertig, ja, rein. So, dann gucken wir uns mal das ganze Monster hier an. Wie lässt er sich denn auch fahren? Ja, wir müssen natürlich auch sicher gehen, dass das Auto sich geil fahren lässt. Dass er nicht denkt, okay, was hat er mir da für ein komisches Ding gegeben? Okay, Speed hat er. Wir sind schon fast bei 300 gewesen. Ich bin gerade mal angefahren, richtig? Okay, Leute, ich muss hier abbremsen, weil das ist schon zu schnell. Das Auto ist, glaube ich, ein bisschen zu schnell. So, okay, jetzt. Ja, um 300. Guck mal, Leute. So easy. Oh, Entschuldigung. Boah, das ist übelst gepanzert, Leute. Guck mal, das nimmt einfach gar keinen Schaden. Es nimmt keinen Schaden, weil es so gut gepanzert ist. Oh mein Gott, Leute. Das ist sehr gut, Leute. Ich glaube, dafür können wir locker 1,5 Millionen verlangen. Doch, ich glaube, dafür 1,5 Millionen ist gar nicht mehr übertrieben. Deswegen fahren wir den mal kurz hier hin. So, zum Präsentieren. Müssen dann aber, glaube ich, hinten noch ein bisschen Platz machen. So, welches Auto können wir... Ja, Leute, das ist, sorry. Das ist so traurig zu sagen, ne? Aber vor den drei Autos ist der Lambo die größte Schmalspur. Deswegen parken wir den Lambo mal kurz für heute. Kurz hier hin, damit wir den alten Ferrari gut verkaufen können. So, komm her, Brasa. So, kurz hier einsteigen. Oh mein Gott, Leute, ich weiß nicht warum, aber ich finde den wunderschön. So, kurz abgeschnallt. Oh mein Gott, Leute, hier fühlt man sich so eigentlich wie ein Boss, oder? Seid mal ehrlich. So, auch Rechtslenker. So, ne, da werden wir jetzt ein bisschen was ummachen, ne? Natürlich auch Panzerung, Leute. Ich glaube, ich muss mal echt Sicherheitsfahrzeuge machen, so für iCrimex. So richtig viele G-Klassen und so, Leute. Boah, das wäre doch... Oder Range Rover was und dann schön gepanzert alles. So, Bulletproof, alles rein. Zack, zapp, zapp. So, Turbo muss natürlich auch rein. Wir haben Motor volle Pulle gemacht. So, okay, wir haben alles volle Pulle gemacht. Das ist das Wichtigste. So, gut, Tönung. Was wollen wir da großartig tönen? So, jetzt, Leute, müssen wir eine schöne Farbe kriegen. Deswegen erstmal volle Pulle. Ah, jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich glaube, ich fühle das Gelb irgendwie voll, Leute. Doch. Ich fühle das Gelb. Auch wieder schön im Perleffekt. So, Secondary. Ah, da müssen wir natürlich dann auch. Einfach schwarz. Nein, das muss schwarz sein, Leute. Das hat mehr Flair. Ich weiß, ich habe gerade überlegt, was kann man noch machen? Schwarz ist, glaube ich, das Beste hier tatsächlich. So, Reifen. Ah, da können wir nichts umändern, Leute. Das sind Originalreifen. Da machen wir schon Neonlichter an, Leute, weil wir wissen, das ist eine Signatur von mir. Neonlichter müssen sein. So, und der Smoke muss auch sein. Perfekt. Sagen, den haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Natürlich muss auch der jetzt getestet werden. Das Auto muss auch ein bisschen was drauf haben. So, aufmache hier. Okay, das Schnellste. Boah, sein 200 schafft er trotzdem. Sein 250, 30. Boah, oh mein Gott, wie bin ich da auch gerade ausgewichen? Achso, du geht auch nicht kaputt, Leute. Guck mal, meine Panzerung ist einfach so stark. Ey, ich muss Security-Ding machen. Oder auch vielleicht Russik anrufen. Oh, für FIB-Autos machen. Ich beweise ihm, dass ich die kranksten Autos hinkriege. Ich meine, für den Präsidenten habe ich es auch geschafft, ne? Also der Präsident, sein Auto ist auch nicht kaputt gegangen. Obwohl, ah, das wäre eine Möglichkeit, Leute. Dann müssen wir aber noch versuchen, ein bisschen mit Metallhändler zu quatschen, weil das Metall dafür ist ziemlich teuer. So, okay.
Leute, ich würde sagen, er kommt gleich vorbei und wir warten auf ihn, Leute. Ich bin so hyped, das vorzustellen und Geld zu machen, Leute. So, Leute, jetzt müsste mal langsam kommen, oder? Guck mal auf die Zeit, Alter. Wo bleibt. Oh, oh, da ist er. Ah! Herr Trevon! So, guten Tag. Wie geht's Tag, Ihnen, Herr Trevon? Oh, good morning, Emir. So, haben Sie mir einen Karren vorbereitet? Hey, ich habe hier nicht nur einen, sogar direkt zwei vorbereitet, weil ich noch. Mir hatten eine letzte Information gefehlt, ja, und weil es heute spät ist, habe ich mir gedacht, ne? Entweder Sie kriegen dieses Monster-Ferrari Cabrio, ja, und. Bevor Sie weiterreden oder sonst irgendwas sagen, dieses Auto habe ich wirklich speziell gemacht für Sie, weil Sie sind wirklich einer der reichsten Menschen, die es gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie viele Feinde haben. Dieses Auto bietet Ihnen rundum Schutz, ja? Steigen Sie mal ein, steigen Sie mal als Fahrer ein. Das werde ich Ihnen ganz jetzt beweisen. Ganz easy. So, einsteigen bitte einmal, wir machen eine Probefahrt zusammen. Fahren Sie mal raus, ja? Fahren Sie auch irgendwo gegen, ist mir egal. Okay, she fahre jetzt hier. Ja, fahren Sie zurück. So, sehen Sie irgendwo einen Schaden? Ja, vielleicht ist drin ein Schaden, also ich kann das jetzt noch nicht beurteilen. Ne? Ja, können wir gerne aufmachen, kann ich Ihnen alles zeigen. Okay, dieses Auto ist 100% gepanzert, ja. Das hat eine Folie drauf wie ein richtiger Panzer. Also, ich fahre jetzt gegen die Wand. Ja, passiert. Ja, okay, das ist, ich sag mal ehrlich, das sieht jetzt echt sehr schnick aus. Ja, und ein perfekter Ferrari. Fahren Sie zurück, ich habe noch eine zweite Auswahl für Sie, ja. Warten also, Sie noch kurz das Rift hier. Wow, mit roten, okay, schön. Na, schön in Ferrari-Rot, ne, weil ich finde, das musste man auf jeden Fall machen bei so einem schönen Auto. So, erst parken Sie, wo Sie wollen, wo Sie wollen, ja. Sie sind heute Bundeskönig, Sie wissen auch, wie das Ganze funktioniert, ne? So. Mhm. Was ist denn für eine Karre hat, Alter? Ich hätte doch mehr so Rennspart. Ah, egal. So, und für den absoluten Oldtime-Lover habe ich einer der ersten Ferraris, die jemals gebaut wurden, habe ich rausbekommen. Oh nee, was denn das denn? Oh. Boah, ich weiß echt nicht, wie das gelbe Ei hier, ne? Also natürlich, jede Farbe ist noch machbar. Ich kann natürlich auch alles wieder umtunen, das ist gar kein Problem. Wollen Sie mitfahren oder nicht? Ja, komm, ich fahre mal mit eine Runde, ja. Auch dieses Fahrzeug ist 100% gepanzert, weil mir Ihre Sicherheit wirklich sehr, sehr wichtig ist. Was ist das denn für ein Typ? Hallo? Keine Ahnung. Warten Sie, lassen Sie mich aussteigen. Warten Sie, ich rede mit Ihnen. Was ist denn los, ey? Ich konnte ihn angreifen. Ey! Verzieh dich! Verdammt! Er hat mir meine Brille runtergeschlagen. Ich hab ihn ausgenockt. Mann. Nein, Leute, der Typ mir jetzt alles versaut hier, oder was? Ey, wenn der mir das versaut hat, Leute. Sind das hier die Kunden hier? Nein, das hätte ich nicht verprügelt. So Schmalspuren lasse ich gar nicht bei mir rein. Ja, okay, merke ich mir. Alles klar. So, dann teste jetzt mal das Auto. Das ist echt nicht spaßig. Wow, cool. Okay, also Sie wollen mehr den Spaß. Ja, da würde ich echt empfehlen, diesen roten Ferrari zu nehmen. Wirklich, das ist High-End von allem, was es gibt. Das Auto hier, oh nee, das lenkt sich auch wie Klos. Es ist ja, genau, deswegen ist ja ein Oldtimer, ne? Das ist eigentlich nur so ein bisschen geschmeidig, Spaß zu haben. Ja, okay, also ich muss Ihnen dazu sagen... Was bitte holen? Das will ich auf gar keinen Fall. Aber ist kein das Problem. Andere, da fehlt mir was, ne? Oh, da fehlt mir... Also ich sag mal so, es ist ein Ferrari, ja? Okay. Ja. Das ist alles drin, Leute. Ja, was würde ich Ihnen empfehlen? Ja, es ist eine Funktion, die keiner hat. Kann das Auto vielleicht springen? Sir. Weil lieber, ob Autos können nicht springen, die wiegen mehrere Tonnen. Ja, dann machen Sie, dass es springen kann, hä? Kann aber nicht das Unmögliche möglich machen. Ich gebe Ihnen 5 Millionen Dollar, wenn Sie das hinbekommen. Ist das Ihr Ernst? Ja, auf jeden Fall. Okay. Dann müssen Sie mir aber noch ein bisschen Zeit geben, ja? Also ich sag Ihnen zu, 5 Millionen Dollar kann ich Ihnen anbieten. Allerdings 24 Stunden, ich warte nicht gerne, ne? Also bis morgen. Ja, okay. Ich rufe Sie an, sobald ich fertig habe, ja? Alles klar. Okay. Wissen Sie, wieso ich das frage? Nein, aber 5 Millionen Dollar sind Überzeugung genug. Sehen Sie hier mein Auto? Ja. Gucken Sie. Bum, 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 bum. Wie kriegt man sowas bum. Hin? Ja, das sage ich Ihnen ja nicht. Deswegen ist ja mein BMW über 5 Millionen wert, obwohl es nur ein einfacher BMW ist. Okay, ich weiß Bescheid. Mein Gott, die Autos können springen. Ich habe eine Idee, Leute. Human Labs sind noch so voll die verrückten Wissenschaftler. Die haben da schon einiges hinbekommen. Da gab es eine Zombie-Apokalypse, da haben sie auch das Gegenmittel gehabt. Vielleicht brauche ich so einen Wissenschaftler, Leute. Ich muss jetzt direkt zum Human Labs, Leute. Let's go! Okay, Leute, wir sind jetzt gleich angekommen bei Human Labs, Alter. Wir müssen mal wieder schnell machen, Leute. Weil ich irgendwie glaube, heute ist da nicht so krass viel los. Aber, Leute, zur Sicherheit habe ich mir noch eine Karabiner besorgt. Auf jeden Fall, weil ich nicht weiß, was hier abgeht. So, wir müssen hier kurz mal in den Ding rein. Okay, ist noch nicht geschlossen. Okay, oh, das ist ein Wissenschaftler. Also, wir müssen schnell mal. Kurz Maske überziehen und los geht's. Hände hoch! Which is in G for rougher.
Ich meine das ernst. Mitkommen. Mitkommen. Beruhigen Sie sich. Mitkommen. Sind Sie ein Experiment von mir? Ins Auto. Sind Sie Charlie? Sind Sie Charlie, der Monkey? Ja, genau. Charlie, das tut mir leid. Hey, wird der Alarm angemacht? Wird der Alarm angemacht? Oh mein Gott, wir müssen weg. Sei ruhig. Wenn du einen Mucks gibst, werde ich dich umbringen. Haben wir es verstanden? Oh, die Helikopter sind schon da. Oh. Oh mein Gott. Charlie, es tut mir wirklich leid, dass ich dir letztes Mal diese Medikamente gegeben habe. Okay, perfekt. Ich habe einen erwischt. Ich habe irgendeinen erwischt, Leute. Oh mein Gott, wir müssen hier weg. Du warst immer wie ein Sohn für mich damals. Hey, pass mal auf, mein Freund. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zum Glück ist er super panzert. Er hat einen Affen zum Autofahren gebracht. Ey, pass mal auf, Wissenschaftlerboy. Ja. Du hast gleich einen Auftrag für mich zu erledigen. Wenn du den schaffst, lass dich ganz normal nach Hause gehen und du kriegst sogar eine Bezahlung dafür. Sollte ich dagegen stellen, dann wird das gleich passieren wie mit den Polizisten. Die haben uns verstanden. Okay, zum Glück haben wir ein gepanzertes Auto mit gepanzerten Fenstern und so. Haben wir uns verstanden, Wissenschaftlerboy? Charlie, ich schulde dir was. Ich werde dir helfen, aber bitte töte nicht deinen eigenen Vater. Okay. Jetzt spiel ich mit. Wir tun einfach so, dass Charlie wären. Charlie, du bist so groß geworden. Ja, danke schön. Ich wollte dich nie wiedersehen, Mann. Ja. Also, was machen die für kranke Experimente da, dass der denkt, der hat einen Affensohn? Okay, Leute, wir sind auf den Gleisen, sind wir gut. Ich glaube, wir den Helikopter haben wir abgehangen. So, perfekt, perfekt, Leute. Und dadurch, dass das hier alles so gepanzert ist, geht das easy ab. Wow, wow, wow. Charlie, pass auf. Ich will doch am Leben bleiben. Okay, Leute, wir haben uns gut gefangen. Oh mein Gott, die Polizisten haben uns nicht mehr gesehen. Leute, guck mal, ich glaube, die finden uns nicht mehr. Okay, Leute, ich glaube, wir sind entkommen. Wenn wir den Gleisen weiter folgen, dürften die Polizisten uns nicht kriegen. Und ihr wisst ja, bei mir an der Werkstatt führen auch welche Gleisen vorbei. Alles klar, wie heißt du, Wissenschaftlerboy? Mein Name ist Brian. Brian. Okay. Also, Brian, ich, Charlie, will, dass du mir das Auto hier so hinbekommst, dass es springen kann. Schaffst du das? Wir hinbekommen, dass es hier springen kann. Meinen Sie einfach hüpfen müssen? Ja, hüpfen. Das Auto soll hüpfen. Charlie, ich hab dir das doch schon beigebracht, wie man das macht. Ich hab's vergessen. Charlie, fahr bitte in meine Werkstatt. Ja, klar. Sofort. Ja, hier, ich werde dir den markieren. Ja, alles klar, mache ich, Brian. Oh, das ist wirklich was markiert, Leute. Wir fahren dahin. Let's go. Okay, Leute, jetzt werden wir hier hinfahren. So, perfekt, Alter. Oh, hier ist wirklich was. Das haben damals hat Max das gehabt. So, hier rein. Sorg dafür, sofort. So, Charlie, ich werde dir das jetzt kurz zeigen. Nein, mach das. Oh, Charlie, du bist so groß. Okay, Leute, wir lassen ihn das schnell machen, Leute. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es fertig ist. Oh Gott. Egal, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Hey, bist du fertig, Brian? Ja, ich hab hier gemacht. Guck mal. Mach den Hammer weg. Hier noch ein bisschen. Ja, reicht. Du bist so groß geworden. Es tut mir leid, ja. Ich wünsche dir was Schönes. Charlie. Geh schlafen. Charlie. Warte, ich muss den irgendwie auslocken. Charlie. Schlafen. Okay, Leute, jetzt müssen wir mal testen. Oh, das ist ein Knopf, Leute. Der hat einen Knopf noch mit eingebaut. Okay, was, wenn wir einfach auf den Knopf draufdrücken? Oh mein Gott. Warte mal, Leute, nochmal. Wow! Ich kann springen, Leute. Warte mal, ich rufe diesen reichen Typen an. Hallo, Sir? Guten Tag, ja. Ich habe die Ferrari, was springen kann. Sie schon wieder, ne? Kommen Sie. Zu meinem Anwesen, die Playboy Villa. Okay, ich bin sofort da, ja? Alles klar, tschüss. Okay, Leute, let's go. Ab zur Playboy Villa, Leute, wir sind viel reicher. Und tschüss, bumm. Okay, Leute, wir sind zur Playboy-Villa wieder. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind angekommen. So, wisst ihr, was wir machen? Leute, wir werden nicht ganz normal durchs Tor fahren, sondern wir werden einfach reinjumpen. Mal gucken, ob der das sieht. So, okay, jetzt ist freie Bahn. Hoppa! Oh, wow, Sie haben es wirklich geschafft. Warten Sie. Sie sind ein Affe? Nein, warten Sie. So, nein, alles gut. Muss ich jetzt fragen, wieso Sie ein Affenkostüm anhatten oder lieber nicht? Fragen Sie nicht. Gucken das Auto an. Ich habe alles geschafft, was Sie wollten. Alles klar, dann nehmen Sie hier das Geld, bitte schön. Auf jeden Fall. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Ich teste das Ganze natürlich mal. Ne? Wow. Oha. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, wenn Sie noch ein Auto brauchen, kommen Sie zu mir. Dankeschön. Oh mein Gott. Leute, er hat es einfach geschafft. Was macht er jetzt? Oh mein Gott, er springt auch einfach drüber. Leute, wir haben 5 Millionen gemacht. Das heißt, das andere Auto war mir eigentlich egal, dass das, was ich geholt habe, weil ich habe jetzt genug Geld gemacht. Aber Leute, ganz kurz noch hier. Entschuldigung, der Herr. Ich habe eine Panne. Ich muss nach Hause, ja? Ich wünsche ihm was. So. War ganz gut gehauen. Leute, wir haben heute auf jeden Fall einen dicken Deal geschafft, Leute.
Ey, wie geil war das, Leute? Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, Double Channel, Glocke aktivieren. Checkt Rustik unten in der Videobeschreibung ab. Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Wenn es heißt, Kabir übernimmt die Stadt und wird Nummer 1 Tuner. Ciao.